Willkommen zurück bei der Videoserie zu lineares Wachstum. Das ist das Basic 1 Video. Das Intro Video hast du also schon gut verstanden. In diesem Video geht es heute darum, dass du K und D im Koordinatensystem ablesen kannst, dass du das Steigungsdreieck richtig verwenden kannst und du weißt nach diesem Video, was eine homogene bzw. inhomogene lineare Funktion ist. Dazu noch einmal zurück zum Beispiel des Intro Videos. Lies dir noch einmal kurz den Text durch. Drücke dafür kurz auf Stopp. Wir haben uns bereits berechnet, wie viel Geld Yasin nach einer, nach zwei, nach drei und nach acht Wochen in seiner Sparbüchse hat. Dazu haben wir eine sogenannte Wertetabelle aufgestellt, die so aussieht. Außerdem haben wir aus dem Text die Funktionsgleichung abgelesen. Die allgemeine lineare Funktionsgleichung sieht so aus. Y ist gleich k mal x plus d. Aus dem Text haben wir herausgelesen, dass das k, die Zahlung, die er immer wieder in seine Sparbüchse hineinlegt, 5 war. D war die Zahlung, die Yasin nur einmal in seine Sparbüchse hineingibt, nämlich die 30 Euro, die er am Anfang schon bereits hineinlegt. So kommen wir auf die Funktionsgleichung y ist gleich 5 mal x plus 30. Außerdem haben wir die Punkte der Wertetabelle in ein Koordinatensystem eingezeichnet und kamen so auf diesen Funktionsgraphen. Nun ist allerdings die Frage, wo sieht man denn auf dem Koordinatensystem, wie groß unser k und unser d ist? Fangen wir mit dem d an. Das d in unserem Beispiel ist 30. Erkennst du, wo man d ist gleich 30 vielleicht im Koordinatensystem erkennen könnte? Gar nicht so schwer. Das D erkennt man auf der Y-Achse, nämlich dem Schnittpunkt vom Funktionsgraphen mit der Y-Achse. Diese Strecke hier, das ist unser D. Wir erkennen, das ist 30. D ist also der Schnittpunkt des Funktionsgraphen mit der Y-Achse. Und wo lässt sich nun der Wachstumsfaktor K im Koordinatensystem ablesen? Das war in unserem Beispiel 5. Dafür brauchen wir ein sogenanntes Steigungsdreieck. Für ein Steigungsdreieck benötige ich zwei Punkte auf dem Funktionsgraphen, die ich gut ablesen kann. Also am besten zwei Punkte, die auf den Gitternetzlinien liegen, wie diese beiden Punkte. Diese Punkte muss ich nun durch ein rechtwinkeliges Dreieck verbinden, das rechts vom Funktionsgraphen liegt. So ein Dreieck sieht so aus. Nun muss ich noch die Längen des Dreiecks beschriften. Die Länge der unteren Seite des Dreiecks kann ich auf der x-Achse ablesen. Das ist also 2. Die Länge der anderen Seite des Dreiecks kann ich auf der y-Achse ablesen. Diese Seitenlänge ist also 10. Nun gibt es eine einfache Formel zur Berechnung der Steigung k. K ist gleich Einheiten nach oben unten dividiert durch Einheiten nach rechts. Für uns gilt also, k ist gleich Einheiten nach oben, das war in unserem Fall 10, dividiert durch die Einheiten nach rechts, in unserem Fall also 2. Und das war 10 dividiert durch 2, 5. Und so kommen wir auf unser k. Ein kleiner Trick, um k noch schneller ablesen zu können, lautet, eine Einheit nach rechts gehen und k nach oben oder unten. Das bedeutet, dass wir von irgendwo vom Funktionsgraphen eine Einheit nach rechts gehen und anschließend so weit nach oben oder unten, bis wir beim Funktionsgraphen anstoßen. Auf der y-Achse lese ich nun ab, wie lang die kurze Länge des Steigungsdreiecks ist. Diese Länge ist also 5. Und das ist unser k. Dieses Steigungsdreieck könnte ich übrigens überall einzeichnen. Also zum Beispiel auch hier. 1 nach rechts und k nach oben. Das funktioniert deshalb, weil wenn wir uns die Formel ansehen, im Nenner dividiert durch Einheiten nach rechts steht. Wenn wir nur eine Einheit nach rechts gehen, steht dort dividiert durch 1 und das kann man auch weglassen. Kommen wir jetzt noch zu den Begriffen homogene und inhomogene lineare Funktion. Schau dir dazu die Funktionsgraphen der folgenden drei Funktionen an. Fällt dir etwas auf? Was haben all diese drei Funktionsgraphen gemeinsam?
Wenn du genau hinschaust, erkennst du, dass all diese Funktionsgraphen durch den Punkt 0, 0 gehen, also durch den Koordinatenursprung. Inhomogene lineare Funktionen tun das nicht, wie zum Beispiel diese drei Funktionen. Schau dir jetzt noch die zugehörigen Funktionsgleichungen zu den Graphen an. Fällt dir ein Unterschied auf? Gar nicht so schwer. Die inhomogenen linearen Funktionen haben alle hinten plus irgendeine Zahl stehen. Das ist unser plus d. Inhomogene lineare Funktionen haben also die Form y ist gleich k mal x plus d. Homogene lineare Funktionen allerdings gehen alle durch den Punkt 0, 0. Das heißt, der Abstand zwischen dem Schnittpunkt auf der y-Achse und dem Ursprung 0, 0 ist also 0. Das d ist gleich 0. Damit haben homogene lineare Funktionen die Form y ist gleich k mal x. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Verstehenscheck. Wie lautet die Funktionsgleichung der blauen Funktion f? Ist f homogen oder inhomogen? Ein kleiner Tipp dafür: Die allgemeine lineare Funktionsgleichung ist gleich k mal x plus d. Das heißt, du musst jetzt k und d aus diesem Funktionsgraphen ablesen. Ein zweiter kleiner Tipp: d ist der Schnittpunkt mit der y-Achse und k findet man mit Hilfe des Steigungsdreiecks. Drücke jetzt auf Stopp und versuche, die lineare Funktionsgleichung für diesen Funktionsgraphen aufzustellen. Hier die Lösung. Um k herauszufinden, brauchen wir ein Steigungsdreieck. Am besten folgen wir der Regel 1 nach rechts und k nach oben. So findest du schnell heraus, dass k gleich ein halbes ist. Dasselbe hättest du übrigens auch ablesen können, indem du zwei beliebige Punkte auf dem Funktionsgraphen durch ein Steigungsdreieck verbindest. Nun brauchst du nur mehr die Formel für k anwenden. K ist gleich Einheiten nach oben oder unten, bei uns also 1, dividiert durch die Einheiten nach rechts, bei uns also 2. Also auch wieder k ist gleich ein halbes. Lass uns nun d herausfinden. Um d herauszufinden, müssen wir uns anschauen, wo der Funktionsgraph die y-Achse schneidet. Das ist bei uns bei y ist gleich 5 der Fall. Unser d ist also 5. Jetzt müssen wir nur mehr die Funktionsgleichung aufstellen. Diese lautet y ist gleich k, also bei uns ein halbes, mal x plus d. Und das war bei uns plus 5. Da d nicht 0 ist und die Funktion nicht durch den Ursprung geht, ist die Funktion f inhomogen. Hast du diesen Verstehenscheck bestehen können? Wenn ja, dann ab zum Basic 2 Video. Wenn nicht, schau dir dieses Video noch einmal an.